Ja, hallo zusammen auf Technik selbst erlebt. Ein Anliegen meiner Seite ist es, ja, technisch interessierten Nachwuchs zu finden. Und ich würde mich deshalb freuen, wenn ich vor allem Jüngere für das Thema begeistern kann. Aber es ist nie zu spät, damit anzufangen. Auf jeden Fall ist es besser, sich ein vernünftiges Hobby zu suchen, statt den ganzen Tag auf dem Smartphone rumzutippen. Und der Allgemeinbildung schadet es sicher auch nicht. Ich habe mit Absicht den allgemeinen Begriff Technik gewählt, obwohl der Schwerpunkt ganz klar auf dem Gebiet der Elektronik liegen wird. Heute will ich ein paar praktische Tipps für Anfänger geben, wie man vorgehen kann, um von der Schaltungsidee zum fertigen Gerät zu kommen. Wer noch am Anfang steht, Erfahrung sammeln will und sich vielleicht noch nicht ganz sicher ist, ob es überhaupt das richtige Hobby ist, der fängt vielleicht an mit einem Komplettbausatz. Dieser Funktionsgenerator oder meine Lötstation, das sind zwei Beispiele dafür. Bei so einem Komplettbausatz hat man eigentlich alles dabei, was man braucht. Das Gehäuse, die Leiterplatte, die Bauelemente. Man braucht alles nur noch zusammenzusetzen und hat dann hoffentlich ziemlich bald sein erstes Erfolgserlebnis. Irgendwann wird man natürlich anfangen, individuelle Schaltungen bauen zu wollen. Man findet irgendeine Schaltung im Internet oder ganz oldschool in einer Fachzeitschrift oder einem Buch. Ich habe solche Schaltungen nie eins zu eins nachgebaut, sondern immer für meine Zwecke ein bisschen angepasst oder weiterentwickelt. Wer dann genug technisches Wissen und Erfahrung hat, der wird dann irgendwann komplett eigene Schaltungen entwerfen. Erfahrungsgemäß funktionieren solche Schaltungen aber nicht gleich auf Anhieb. Es gibt Fehler im Schaltungsentwurf oder ganz schlicht und einfach Druckfehler. Durch Bauelemente-Toleranzen müssen die Schaltungen meist noch angepasst werden. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst mal einen Versuchsaufbau zu machen, um die Schaltung zu testen und zu optimieren. Was für Möglichkeiten gibt es da? Wichtig beim Versuchsaufbau sind gute Kontakte und natürlich keine Kurzschlüsse. Die Bauelemente sollten geschont werden, denn man will sie vielleicht mehrfach noch benutzen. Ein Schönheitspreis muss die Schaltung nicht gewinnen. Die Anschlüsse an den Bauelementen so rechtwinklig abzubiegen, sollte man möglichst vermeiden. Und die Drähte werden auch jetzt noch nicht gekürzt. Variante 1 habe ich schon im ersten Video beim Transistorverstärker gezeigt. Man baut die Versuchsschaltung auf so einer Universalleiterplatte auf. Die ist schon vorgebohrt in einem Raster von 2,54 mm, also ein Zehntel Zoll. Das ist genau der Abstand wie zum Beispiel die Anschlussbeinchen bei so einem Schaltkreis. Im Versuchsstadium sollte man den Schaltkreis aber noch nicht fest einlöten. Denn das Auslöten der vielen Beinchen, ohne den Schaltkreis zu beschädigen, ist nicht nur für Anfänger recht tricky. Besser ist es, man besorgt sich so eine Schaltkreisfassung. Die gibt es in verschiedenen Größen, passend zu den entsprechenden Bauelementen. Aber auch hier muss man vorsichtig sein, denn die Kontaktfedern gehen doch recht stramm. Man muss schon ganz schön drücken. Und wenn man den Schaltkreis dabei zu sehr verkantet, können die Anschlüsse umknicken und beim Zurückbiegen eventuell sogar abbrechen. Noch besser sind solche Fassungen, wo man die Kontakte lösen kann. Da fällt der Schaltkreis von selbst rein. Und wenn ich den Hebel umlege, dann werden die Kontakte geschlossen und das Ding sitzt fest. Leider sehen solche Leiterplatten bald so aus. Es sammeln sich immer mehr Zinn- und Flussmittelreste an. Schnell hat man da eine Brücke, wo man keine haben will. Es wird auch immer schwieriger, die Bauelemente durch die Löcher zu stecken. Wenn man nicht aufpasst, können sich durch die ständige thermische Belastung beim Löten auch Leiterbahnen ablösen. Und ich benutze solche Universalleiterplatten auch nicht gerne bei höheren Spannungen. Eine weitere Variante für den Versuchsaufbau war schon in den Videos mit dem Röhrenverstärker oder den LEDs an der Netzspannung zu sehen. Ich habe da solche Versuchsbretter mit Lötösenleisten benutzt. Die sind recht robust. Hier können problemlos größere Bauelemente verwendet werden. Und es gibt nicht so schnell Kurzschlüsse oder Überschläge. Bei meinem ersten Versuchsbrett benutzte ich stattdessen sogar Lüsterklemmen. Das hat noch funktioniert, als die Transistoren noch so lange Anschlüsse hatten. Bei solchen Mini-Plus-Transistoren oder bei Schaltkreisen
funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Eine sehr schöne Lösung, gerade für Anfänger, sind solche Steckbretter. Hier kommt man auch ohne Lötkolben aus. In einer Richtung, hier in Querrichtung, hier in Längsrichtung, sind die Kontakte jeweils miteinander verbunden. Diese Bretter gibt es in verschiedenen Größen. Das hier ist schon ein etwas größeres Exemplar. Was mir hier besonders gefällt, sind die Anschlussbuchsen. Da kann man dann über flexible Leitungen zum Beispiel die Stromversorgung anschließen und die Zuleitungen können nicht so schnell rausreißen, wenn man das Board bewegt. Man kann das Ganze auch gut nutzen, um einfach mal schnell was auszuprobieren. Ich überlege gerade, ob ich damit nicht eine kleine Videoserie mache über Grundschaltung der Elektronik. Aber auch dieses Board hat seine Grenzen. Zum Beispiel bei zu dicken Anschlussdrähten. Man sollte auf keinen Fall mit Gewalt solche dicken Anschlüsse dort reinpressen. Auch zu dünne Drähte können Probleme machen, weil sie nicht richtig festsitzen. Bevor man nach erfolgreichem Test anfängt, seine eigene Leiterplatte zu entwerfen, sollte man sich erstmal Gedanken machen über das Gehäuse. Wer handwerklich geschickt ist, baut sich das wahrscheinlich selbst. Aus welchem Material hängt vom Einsatzzweck ab? Muss die Schaltung abgeschirmt sein? Kommt natürlich nur Metall in Frage. Ansonsten geht auch Kunststoff oder Holz oder was immer man verwenden möchte. Wer sich die Mühe nicht machen will, ein eigenes Gehäuse zu bauen, für den gibt es am Markt ein Sammelsurium an universellen Gehäuse auch zu kaufen. Bei der Wahl des Gehäuses muss man daran denken, dass nicht nur die Leiterplatte darin Platz haben muss, sondern auch Bedienelemente wie Potentiometer oder Schalter. Genauso Ein- und Ausgangsbuchsen oder vielleicht auch ein Lautsprecher oder ähnliches. Mit etwas Fantasie lassen sich auch Alltagsgegenstände als Gehäuse zweckentfremden. Aus dem alten Kugelschreiber hier könnte man zum Beispiel einen Prüfstift bauen. Vorne anstelle der Mine kommt eine Prüfspitze. Im Innern kann man LEDs zur Anzeige unterbringen und vielleicht noch eine kleine Knopfzelle als Stromversorgung. Oder diese alte Taschenlampe. Daraus ließe sich ein transportables Messgerät bauen. Anstelle des Reflektors kommt eine Digitalanzeige und man hat den Schalter und das Batteriefach gleich inklusive. Kommen wir zu dem für Anfänger wahrscheinlich schwierigsten Teil, die eigene Leiterplatte. Um eine individuelle Leiterplatte für sein eigenes Gerät herzustellen, muss man schon einiges an Aufwand treiben. Darum ist es für Anfänger legitim, am Anfang auch mit Universalleiterplatten zu arbeiten. Die einfachste Form, die Lochrasterplatte, die kann ich hier nicht live zeigen, sondern nur auf einem Bild, weil ich sie nicht benutze. Ich finde sie unpraktisch. Auf der Lochrasterplatte findet man an jedem Loch einen einfachen Lötpunkt, wo man das Bauelement festlöten kann. Die ganzen Verbindungen muss man dann mit Drähten selbst machen. Und wenn man es dann mit blanken Drähten macht, so wie auf diesem Bild, dann ist auch schnell mal ein Kurzschluss da. Außerdem kann es passieren, dass in dem Moment, wenn man den Draht hinten anlötet, vorne das Bauelement wieder rausfällt. Das nächste ist die sogenannte Streifenleiterplatte. Die haben wir schon kennengelernt. Hier sind in einer Richtung alle Lötpunkte miteinander verbunden. Da man aber meist immer nur 3 oder 4 Bauelemente-Anschlüsse miteinander verbinden muss, wird man nicht drumherum kommen, irgendwann mal die Leiterbahn zu trennen. Das kann man jetzt versuchen mit einem Messer oder einem spitzen Schraubenzieher. Davon würde ich aber abraten. Die Verletzungsgefahr ist einfach viel zu groß. Wenn man mal abrutscht, macht man den Ritz gleich über die gesamte Leiterplatte oder landet dann sogar am Tisch. Die bessere Lösung: Man benutzt einen kleinen Bohrer, setzt dann genau auf einem Lötpunkt an. Unter leichtem Druck dreht man dann 2-3 Mal und hat dann hier eine saubere Trennung. Ich hoffe, das sieht man, ohne dass Blut fließen muss. Mein Favorit ist diese Segmentstreifenleiterplatte oder wie immer man sie nennen mag. Hier sind immer nur 3 Lötpunkte miteinander verbunden. Das reicht in den meisten Fällen aus. Man muss nicht irgendwo Leiterbahnen unterbrechen und nur ganz wenige Drahtbrücken vielleicht setzen. Die Wege zur eigenen Leiterplatte bieten Stoff für mehrere Videos. Darum will ich das hier nur kurz anreißen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ausgangsmaterial ist so ein kupferkaschiertes Halbzeug, das mit einer Kupferfolie belegt ist. Mit einem Lack bedeckt man dann die Stellen, an denen die Leiterbahnen verlaufen sollen. Anschließend ätzt man das restliche Kupfer weg.
Man kann die Leiterbahn von Hand zeichnen, zum Beispiel mit einem Lackstift. Eventuell tut es auch so ein Permanentmarker. Da muss man probieren, was geht. Das hängt auch vom Ätzmittel ab. Wer da nicht so begabt ist, kann die Leiterplatte am Computer mit einem Grafikprogramm entwerfen und auf eine transparente Folie drucken. Man besorgt sich ein Ausgangsmaterial, das mit einem fotoempfindlichen Lack beschichtet ist. Mit der Schablone wird der Lack dann belichtet, entwickelt, wobei sich der belichtete Lack dann löst und dann wird wieder geätzt. Übliche Ätzmittel sind Natriumpersulfat, Eisen-3-Chlorid oder Ammoniumpersulfat. Von Salzsäure oder Wasserstoffperoxid sollte man besser die Finger lassen, das Zeug ist einfach zu gefährlich. Das ist natürlich nichts für Kinder und auch für den normalen Bastler wird es immer schwieriger, an Chemikalien zu kommen. Ein Grund ist, dass für einige Leute immer noch Bequemlichkeit vor Umweltschutz kommt, wie zum Beispiel dieser Kommentar zeigt. Ist nicht sonderlich giftig, einfach ins Klo und gut. Da kommt jetzt wieder der erhobene Zeigefinger. Verbrauchte Ätzmittel gehören fachgerecht entsorgt. Mal abgesehen davon, ob man das Zeug trinken kann, darin befinden sich jede Menge Kupfer und Kupferverbindungen. Kupfer ist ein sehr gutes Desinfektionsmittel. Dummerweise tötet es auch die nützlichen Bakterien in den Klärwerken und die Fische finden das auch nicht besonders lustig. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch eine wesentlich umweltfreundlichere Methode ansprechen. Man kann das überflüssige Kupfer auch mechanisch entfernen. Die Anschaffung so einer CNC-Fräsmaschine ist aber für den Anfänger sicher keine Option. Außerdem stößt man an die Grenzen, wenn es um sehr feine Leiterstrukturen geht. Was kann man machen, wenn man nicht mit Chemikalien hantieren will, sich keine Dunkelkammerausrüstung oder einen teuren Maschinenpark leisten möchte? Es gibt einige externe Dienstleister, die Leiterplatten für Kleinserien oder Prototypen zu erschwinglichen Preisen fertigen. Alles, was man braucht, ist ein Computerprogramm, mit dem man seine Leiterplatte entwerfen kann. Aus dem Open-Source-Bereich und damit kostenlos für den Privatanwender ist das Programm KiCad. Hier erstellt man seinen Stromlaufplan, gibt an, welche Bauform und Größe die einzelnen Bauelemente haben. Dazu gibt es eine umfangreiche Datenbank von sogenannten Footprints der Bauelemente. Anschließend generiert das Programm einen Entwurf mit den notwendigen Leiterverbindungen. Man muss jetzt nur noch die Bauelemente zurechtrücken und die Verbindungen nachzeichnen und kann sich das Ergebnis dann sogar in 3D ansehen. Die erzeugten Entwurfsdateien sendet man dem Dienstleister und bekommt eine absolut professionell aussehende individuelle Leiterplatte. Das Programm in allen Details zu erklären, würde hier den Rahmen sprengen. Ich verlinke euch mal ein Video hier auf YouTube, das eine ganz gute Einführung zu dem Thema ist. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Anfänger ein paar nützliche Tipps für den Einstieg geben. Letzten Endes wird jeder seinen eigenen Weg finden müssen. Und dafür wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg.